Am 30. August 1974 explodiert eine Bombe in der Hauptzentrale der Mitsubishi Heavy Industries in Tokio. Dabei sterben 8 Menschen. Fast 400 weitere werden teils schwer verletzt. Bitte lasst ein Like da und abonniert den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Die ostasiatische anti-japanische bewaffnete Front ist eine linksgerichtete japanische Terrororganisation, die 1972 nach dem Krieg gegründet wird und deren Ideologie sich gegen den japanischen Staat und den japanischen Imperialismus richtet. Mit selbstgebauten Bomben begeht die Vereinigung mehrere Anschläge. Der Anführer der Gruppe ist ein 24-jähriger Mann aus Hokkaido namens Masashi Daidoji. Er hat bereits 1970 mit Studienfreunden, zu denen unter anderem ein junger Mann namens Toshiaki Masunaga gehört, ein Komitee gegründet, aus dem später die Terrororganisation hervorgeht. Ende 1971 experimentiert Daidoji mit seinem ersten selbstgebauten Sprengsatz herum. Er versucht am 12. Dezember gemeinsam mit Masunaga 2 Denkmäler in die Luft zu sprengen. Eins davon wird wie geplant zerstört, doch der andere Sprengsatz explodiert nicht richtig und das zweite Denkmal wird nur leicht beschädigt. Am 6. April 1972 wird der Versuch unternommen, ein Beinhaus in Yokohama zu sprengen, aber auch hier erreicht die Zerstörung nicht das von den Terroristen gewünschte Ausmaß. Am 23. Oktober 1972 lassen sie einen Sprengsatz in einem Kulturmuseum in Hokkaido detonieren. Außerdem sprengen sie eine Gruppe von Bronzeskulpturen. Auch hier entsteht Sachschaden. Bislang gab es aber keine Verletzten. In Folge errichten einige Mitglieder der Organisation geheime Keller unter ihren Wohnungen, um dort weitere Bomben zu bauen. Die Terrorzelle Okami, was Wolf bedeutet, ist eine Untergruppe der ostasiatischen anti-japanischen bewaffneten Front und die Gruppe, die den Anschlag auf die Mitsubishi Heavy Industries begehen wird. Innerhalb der bewaffneten Front ist Okami die Terrorzelle, die von Daidoji angeführt wird. Die meisten Mitglieder der Gruppe sind Firmenangestellte und Arbeiter zwischen 20 und 30 Jahren. Auch die Terrorzellen Sasori, auf Deutsch Skorpion, sowie Daiji no Ba, was Reißzähne der Erde bedeutet, wirken teilweise bei den Anschlägen mit. Die Gruppe beschäftigt sich intensiv mit dem japanischen Imperialismus in Asien, was ihre extremen, anti-japanischen Ideale weiter vertieft. Sie verurteilen alle Bürger, die sich nicht aktiv am anti-japanischen Kampf beteiligen möchten. Im Prinzip sind sie gegen die Existenz des japanischen Staates an sich, da sie denken, er sei auf Basis von Einnahme und Ausbeutung entstanden. Um ihre Ideale in der Öffentlichkeit zu verbreiten, bringt die Zelle im März 1974 ein Buch heraus. Es heißt Hara Hara Toke, was die tickende Uhr bedeutet, Hara Hara alleine stehend bedeutet in etwa, aufgeregt oder angespannt zu sein. Das Buch enthält die Beschreibung von Guerillataktiken sowie Anleitungen zum Bau von Bomben. Bereits für den 14. August hat Okami einen Bombenanschlag geplant. Die Gruppe möchte an diesem Tag eine Eisenbahnbrücke sprengen. Doch bei den Vorbereitungen wird ein Mitglied der Gruppe gesehen, sodass der Plan verworfen wird. Einen Tag später, am 15. August, wird ein Anschlag auf den südkoreanischen Präsidenten Park Chung-hee verübt. Der Täter Mung Sik-wang, ein Koreaner, der in Japan lebt, gehört ebenfalls einer Terrorgruppe an. Der Anschlag spornt die Okami-Gruppe an, aktiv zu werden. Sie sympathisieren mit dem Täter und beginnen, den Bombenanschlag bei der Mitsubishi Heavy Industries zu planen. Kurz nach Mittag am 30. August 1974 verstecken Daidoji und Masunaga 2 Bomben mit 45 Kilo Sprengstoff in einem Blumentopf am Haupteingang. 8 Minuten vor der Explosion ruft ein Mitglied in der Zentrale an und warnt davor, wird aber nicht ernst genommen. Die Mitsubishi-Mitarbeiter halten den Anruf für einen Scherz. 4 Minuten später erfolgt ein weiterer Anruf der Täter. Aber wieder führt er nicht zu einer Evakuierung des Gebäudes. Es ist genau 12.45 Uhr, der Beginn der Mittagspause, als die Explosion stattfindet.
Obwohl nur einer der beiden Sprengsätze detoniert, ist die Zerstörung enorm. 5 Menschen sterben sofort, 3 weitere später im Krankenhaus. Darunter sind der 37-jährige Treuhand- und Bankmanager der Mitsubishi Heavy Industries sowie ein 50-jähriger und ein 51-jähriger Mitarbeiter des Konzerns. Die anderen 5 Opfer sind zwischen 23 und 49 Jahre alt und waren keine Mitarbeiter von Mitsubishi. Insgesamt werden 376 Menschen bei dem Anschlag verletzt, 165 davon schwer. 116 der verletzten Personen sind Mitarbeiter von Mitsubishi. Von den Verletzten werden 330 Personen im Krankenhaus behandelt. Es entsteht immenser Sachschaden. Unzählige Fahrzeuge sowie Bäume im Umkreis werden zerstört. Die Explosion soll über 5 Kilometer weit zu hören gewesen sein. Die Mitsubishi-Zentrale selbst wird ebenfalls stark beschädigt. Alle Fensterscheiben bis zum 11. Stock bersten bei der Explosion, was dazu führt, dass auf der Straße vor dem Gebäude mehrere Zentimeter hoch Glasscherben liegen. Selbst die Mitglieder der Okami-Zelle haben nicht mit so einer großen Zerstörung durch die Bombe gerechnet. Außerdem waren sie davon ausgegangen, dass das Gebäude nach ihren Warnanrufen evakuiert werden würde. Der Anschlag wird bis zum Jahr 1995 als fatalster Anschlag einer Terroristengruppe in Japan gelten. Die Presse merkt an, das Attentat sei die grauenhafteste Herausforderung an die Gesellschaft, die es bislang gegeben hat. Zunächst ist auch noch nicht klar, welche Vereinigung überhaupt für die Bombe verantwortlich ist. Aus diesem Grund wird zunächst vermutet, die japanische Rote Armee könnte im Zusammenhang mit dem Attentat stehen. Auch der linksextreme Autor Ryu Ota gerät in Verdacht, verantwortlich zu sein. Es kann zwar schnell nachgewiesen werden, dass er nichts damit zu tun hat, doch 2 Organisationen, mit denen er in Verbindung steht, haben wiederum Verbindungen zur ostasiatischen anti-japanischen bewaffneten Front. Dadurch geraten zunächst 2 Mitglieder, Nodoka Saito und Soka Gakkai, ins Visier der Fahnder. Am 23. September veröffentlicht die Terrorzelle ein Bekennerschreiben zum Bombenanschlag. Es lautet, Zitat, die Operation Diamant, der Bombenanschlag auf die Mitsubishi Heavy Industries am 30. August, wurde von der Terrorzelle Okami, der ostasiatischen anti-japanischen bewaffneten Front, durchgeführt. Von der ehemaligen Kolonialzeit bis heute fungiert Mitsubishi konsequent als Zentrum des japanischen Imperiums und ist dessen gut getarnte Hauptsäule. Die Operation Diamant ist ein Angriff auf die einfallenden Kompanien und Kolonisten des japanischen Kaiserreichs mit Mitsubishi als Boss. Ein Mensch, der durch eine Bombe der Zelle Okami getötet oder verletzt wird, ist weder Komplize noch ist er ein unbeteiligter Zivilist. Es sind Kolonisten, die das Zentrum des japanischen Imperiums parasitieren, am Kolonialismus teilnehmen und vom Blut des Kolonialvolks gemästet werden. Okami verwandelt die Mitte des Kaiserreichs in ein Schlachtfeld. Zieht euch sofort aus diesem Gebiet zurück, mit Ausnahme der Parasiten des Kaiserreichs, die den Kriegstod nicht fürchten. Okami verlässt sich auf die Menschen, die sich im anti-japanischen Kampf in Japan und auf der ganzen Welt erheben, und wird nach und nach das politische und wirtschaftliche Zentrum des Kaiserreichs zerstören. Wir warnen die Eindringlinge und Kolonisten des Kaiserreichs, deren Boss Mitsubishi ist. Stoppt alle Aktivitäten im Ausland, organisiert ausländische Vermögenswerte und gebt alle Vermögenswerte in Entwicklungsländern auf. Nur wenn ihr dieser Warnung folgt, können weitere Todesfälle verhindert werden. Die ostasiatische anti-japanische bewaffnete Front. Nachdem die Bombe die Erwartungen der Terrorzelle weit übertroffen hat und sie so viel Aufmerksamkeit in der Presse bekommen haben, dauert es nicht lange, bis weitere Attentate der Gruppe folgen. Okami arbeitet nun eng mit den Terrorzellen Sasori und Daichi no Ba zusammen. Im Frühjahr 1975 detonieren 2 Sprengsätze in Tokio. Die japanische Bevölkerung und im Speziellen die Bewohner von Tokio leben in Angst. Durch die Observierung von Saito und Gakkai kommt die Polizei weiteren Mitgliedern der bewaffneten Front auf die Spur. Am 19. Mai 1975 werden die beiden sowie 6 weitere Mitglieder der Gruppe, darunter Saitos Frau Yukiko Ekita, der Anführer Masashi Daidochi und seine Frau Ayako,
sowie Toshiaki Masunaga festgenommen. Die meisten wichtigen Gruppenmitglieder sind nun in Haft. Nur zwei Mitglieder, die zum inneren Kreis gehören, Ugajin und Kirishime, können an diesem Tag entkommen. Saito begeht kurze Zeit später im Gefängnis Selbstmord. Ab 1975 gilt die bewaffnete Front als aufgelöst, da sich die wichtigsten Mitglieder in Haft befinden. Am 4. August 1975 nimmt die japanische Rote Armee Geiseln in der Botschaft der Vereinigten Staaten in Kuala Lumpur. Sie fordern die Freilassung von Mitgliedern verschiedener terroristischer Vereinigungen, darunter die von Norio Sasaki, der einer der Inhaftierten der Okami-Zelle ist. Schließlich geben die Behörden nach und entlassen Sasaki aus dem Gefängnis. Er wurde bislang nicht wieder gefasst und ist der Roten Armee beigetreten. Der Prozess gegen die restlichen Terroristen der Okami-Gruppe beginnt am 25. Dezember 1975. Am 28. September 1977, während der Prozess noch läuft, entführt die japanische Rote Armee ein Flugzeug. Sie fordern die Freilassung von Daidojis Ehefrau Ayako sowie eines weiteren Mitgliedes, Yukiko Ikita. Beide Frauen werden freigelassen und treten ebenfalls der Roten Armee bei. 1979 taucht eine Spezialausgabe der Harahara Toke auf dem Schwarzmarkt auf. Im Jahr 1987 werden Daidoji und Masunaga zum Tod verurteilt. Die Todesurteile wurden jedoch nicht vollstreckt. Daidoji ist im Jahr 2017 im Gefängnis an Blutkrebs verstorben. Masunaga sitzt immer noch in der Todeszelle. Im Jahr 2004 hatten beide wegen ihren Haftbedingungen Beschwerde eingelegt, da sie weder Geld bekamen noch private Briefe empfangen durften. Beide werden dafür mit einer geringen Geldsumme entschädigt und die Haftbedingungen werden geändert. Masunaga hat inzwischen bereits mehrfach erfolglos Berufung gegen sein Todesurteil eingelegt. Genauso wie Daidoji vor seinem Tod. Er verlangt dabei jedes Mal eine erneute Untersuchung der von seiner Gruppe gebauten Bomben. Er ist der Ansicht, dass dabei festgestellt werden müsste, dass seine Gruppe niemals den Tod von Menschen geplant habe. Aus dem Gefängnis heraus veröffentlicht Daidoji einen Band mit Gedichten. Yukiko Ikita, die zusammen mit Daidojis Frau im Rahmen der Flugzeugentführung der Roten Armee aus dem Gefängnis freikommt, wird 1995 in Rumänien festgenommen und nach Japan ausgeliefert. Ihren Prozess 1999 nutzt Daidoji, um sich bei seinen Opfern zu entschuldigen. Er betont, dass er niemals den Tod von Menschen geplant habe, sondern mit einer rechtzeitigen Evakuierung des Gebäudes gerechnet habe. Außerdem habe er nicht damit gerechnet, dass die Explosion so massiv ausfällt. Nach ihrer Entlassung im Jahr 2017 veröffentlicht Yukiko Ikita ein Kinderbuch. Daidojis Ehefrau Ayako kann nach der erzwungenen Freilassung nie wieder festgenommen werden und gilt bis heute als auf der Flucht. Vermutlich hat sie sich ins Ausland abgesetzt. Zahlreiche Filme, Manga und Anime enthalten Anspielungen auf die Terrorgruppe bzw. die Anschläge. Zum Beispiel wird im Film Battle Royale in der Szene, in der die Bombe gebaut wird, aus dem Buch Harahara Toke vorgelesen. Im dritten Band der Manga-Adaption von Madoka Magica taucht eine Website mit dem Namen des Buches auf. Vielen Dank fürs Anschauen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar mit eurer Meinung zum Thema da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Bis gleich!